Hier in Limburg gibt es eine abwechslungsreiche Gastronomie und wunderschöne Hotels und wir sind sehr stolz, ein Teil davon zu sein. Man hilft sich hier unheimlich. Ja, und jetzt sind wir seit knapp 7 Jahren hier in Limburg und genießen die Limburger Stadt sehr. Die ganzen kleinen Lädchen, die es hier gibt, die sind unwahrscheinlich individuell und süß und klein und fein. Und das ist das, was die Limburger Altstadt auch unwahrscheinlich belebt. Limburg ist sehr vielseitig in allen Richtungen, ja. Café Wille wurde gegründet 1880. Seitdem ist alles bei uns im Familienbesitz. Dieses Rezeptbuch hier, das bedeutet mir sehr viel. Das ist quasi wie unser kleiner Familienschatz. Und dort habe ich auch unseren Limburger Secker entnommen, den wir 1880 zum ersten Mal gemacht haben mit unserer Gründung. Den habe ich dann mit den heutigen Zutaten angepasst und habe ihn neu aufleben lassen. Ich finde an Limburg einfach toll, man hat eine Stadt. Aber man hat auch irgendwie so ein bisschen Feeling wie auf dem Land. Und auch die anderen Gastronomen, das harmoniert. Wir haben so viele schöne Feste und Events hier in Limburg. Es ist wie eine große Familie, die Limburger Innenstadt. Der Limburger Dom ist die einzige Kirche in Deutschland, die 7 Türme hat. Man kann sagen, er gehört sicher zu den schönsten Kirchen Hessens, aber vielleicht sogar ganz Deutschland. Ich habe, bevor ich nach Limburg gekommen bin, viele Jahre in Rom gelebt. Und in den 90er Jahren bin ich öfters über die Autobahnbrücke von Österreich in die Niederlande gefahren. Und jedes Mal hat der Limburger Dom den Blick angezogen. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, eigentlich muss man sich doch mal die Zeit nehmen, um Limburg und dieses herrliche Bauwerk anzuschauen. Neben den täglichen Gottesdiensten sind die Domführungen ein Höhepunkt für alle Interessierten. Der Limburger Dom ist reich an Geschichte und reich auch an Kunstschätzen. Gemeinsam mit Professor Kloft haben wir in den letzten Jahren verschiedenste Kunstwerke wieder fündig gemacht, die heute im Dommuseum für die Öffentlichkeit wieder zu besichtigen sind. Das Besondere an unserem Museum ist, dass wir die Regionalgeschichte repräsentieren. Und ich bin glücklich jetzt, dieses durchaus in vielen Spitzenstücken hervorragende Museum leiten zu dürfen. Ob jetzt jemand mit einem 12 Meter Gigaliner kommt, mit Auto hinten drin und am besten noch mit 3 Hunden dabei, für jeden haben wir Platz geschaffen. Wir haben mehrere Besonderheiten, natürlich einmal das Glamping. Mit unseren Glamping-Lodges. Man hat halt das Feeling wie in einem Zelt, aber den Komfort wie in einer Ferienwohnung. Wir wollten da hinten das Gelände eigentlich ein bisschen glatt ziehen, ein bisschen ebnen, dass man dann Wasserzugang hat. Und bei den Baggerarbeiten haben wir plötzlich Naturstein gefunden. Da haben wir im Stadtarchiv nachgeschaut und da kam dann ganz schnell raus, das ist der alte Lahnzugang von der Lahnbadeanstalt. In Limburg kann man eigentlich alles machen. Wir haben eine wunderschöne Altstadt, die ist natürlich immer ein Blick wert. Der Dom an sich, die schönen alten Restaurants. Und natürlich auch die, die auf der Lahn unterwegs sind, vom Rhein und die Lahn hochfahren, machen hier in Limburg Halt, genießen die schöne Altstadt, übernachten und fahren danach weiter. Ich glaube, die Lahn wurde mal bezeichnet als einer der friedlichsten Flüsse. Das ist auch so. Es bietet sich natürlich an, dort mit dem Kanu unterwegs zu sein. Und ich rede aus eigener Erfahrung, man nimmt die Umgebung ganz anders wahr, wenn man in so einem Kanu mitten auf der Lahn ist. Das ist ein Erlebnis. Wir haben hier ganz tolle Radwege, überregionale Radwege, die Limburg kreuzen. Wir haben tolle Wanderwege. Der Lahn-Wanderweg ist jetzt prämiert worden. Da kann man schon mit allen Sinnen genießen hier an der Lahn.
Hier kommen sehr, sehr viele Touristen her, weil wir wirklich was zu bieten haben, Geschichte und Natur. Und ich finde, das ist eine wunderbare Mischung und ich bin sehr stolz, Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt zu sein.